Das ganze Holz kann erstmal rein. Das nehmen wir mal mit. Die Erde kann da rein. Das Knochenmehl kann da rein. Die Eier können da rein. Die Lilypads. Gunpowder kann auch da rein. Das hat alles keinen Platz mehr. Gut, dann setzen wir da mal. Ach nee, dann geht die Truhe hin. Doch, die Truhe geht dann noch auf. Das ist gut. Dann machen wir das mal so. Setzen da die Setzdinge noch rein und die restlichen zwei Truhen und die Äpfel. Also wir haben jetzt 8 Äpfel bis jetzt. Was sagt denn die Tageszeit? Ja, ist noch ein bisschen Zeit. Können wir noch ein bisschen basteln? So, liebe Freunde, die Bastelstunde ist eröffnet. Und was bauen wir denn heute, lieber Peter? Jo, also, Erwin, heute bauen wir uns ein Haus. Da. Und das nächste Haus ist ein Pool. Das schreibt man nicht mit UH, sondern mit O, weil das Englisch ist. Jetzt weiß ich nur nicht, machen wir uns hier noch Fenster hin? Dann müsste ich aber das Ganze hier drüben mit Lex planieren. Ich glaube, ich baue das erstmal zu. Da steht ja trotzdem eine Expansion in dieser Richtung nichts im Wege. Nur weil das zugebaut ist, das ist ja einfach Holz, da haben wir nichts dabei verloren. Da kriegen wir alles wieder bei raus. Das, was sich die Banken damals auch von den Zinsen dachten. So, wie machen wir das jetzt hier? Weil das ist echt so ein tierisch langer Gang. Ich möchte hier auf jeden Fall so einen Raumtrenner drin haben. Das war jetzt unklug. So. Okay, und dann kommt da wahrscheinlich dann die. Ja, das langt nicht mehr. Dann machen wir das einfach mal hier jetzt. Hep. Und hep. So. Und hüpf. Und hier noch was drauf. Und da so. Dann haben wir hier unseren kleinen Raum drinne, wo dann die Decke draufgezogen wird. Und wir könnten, ja genau, sehr gut, nebenbei noch mal ein bisschen Holz machen. Hier den Raum, ja genau, da nehme ich nicht. Den Raumtrenner hier oben mit Stein verzieren, also mit Cobblestone. Sieht, finde ich jetzt. Na naja, gut, ich meine, normaler Stein würde wahrscheinlich ein Stückchen besser aussehen. Aber den haben wir ja derzeit noch nicht. Okay. Dann würde ich sagen, wahren wir uns auf jeden Fall diese Aussicht, diese wunderbare Aussicht drüben auf, naja, irgendwie nichts. Wüste, Wasser, nichts. Naja, gut, und hier haben wir direkt den Felsen vor der Schnauze. Toll. Okay, ist vielleicht doch nicht ganz so die beste Location für das Haus, aber naja. Wieso nicht? Es gibt Leute, die zahlen viel Geld für hässlicheres. So, das müsste die Mitte gewesen sein. Und wenn wir uns dann. Ach, da könnten wir uns doch eigentlich auch so riesige Dinger hier hinsetzen. Wenn wir uns. Ja, genau. Vor allem mit der Spitzhacke das Holz abbauen. So. Und wenn wir uns dann hier vorne. Hier drunter. Dann da Glas reinsetzen. Sieht bestimmt auch nicht schlecht aus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob wir da ganze Glasblöcke nehmen werden oder ob wir da einfach die 0815 Glasscheiben nehmen. Zuallererst aber mal hier drüben weitergebosselt. Ja. Leck. Ups. Da, da, da und dahin. So. Ja, das mit den Werkzeugen kriege ich immer noch nicht so auf die Reihe. Können wir uns eigentlich hier wieder. Das waren, glaube ich. Waren das drei? Eins, zwei, drei. Ja, drei. Testen wir das erstmal. Eins, zwei, drei. Und hier. Hier. Und von der Seite. Eins, zwei, drei. Vier. Hier, hier.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, wir könnten uns theoretisch wieder so ein... Oder wir bauen uns hier einen tollen Balkon hin. So einen netten Balkon sieht bestimmt auch lustig aus. Ja. Na komm. So, und hier ist noch Holz. Ja, geht die Sonne auch wieder wunderbar nebenbei unter. Und die Musik hört sich jetzt nicht allzu freundlich an. Wenn ich das mal so anmerken darf. Da ist noch Sand drin. Wieso ist da Sand drin und keine Kohle? Irgendwas habe ich doch falsch gemacht. Kohle, Holzkohle. Dann verbraten wir erstmal die Holzkohle. 1, 2, 3, 4. Und rein damit. So, und wir haben noch das da. Und wir haben doch noch irgendwo. Nein, haben wir nicht. So, dann verbraten wir das da hier rein, damit wir normale Steine kriegen. Ist jetzt ein bisschen schade, dass das nicht über Nacht funktioniert, dass wir, ja, dass das eben die Zeit fürs Brennen verkürzt, wenn wir schlafen gehen. Huch! Ja, schön warm am frühen Morgen. Oh, Füße warm, Hände warm, Hände warm, Füße kalt. Kamikaze! Oh, ist ja gar nichts. Oh, finde ich auch nicht schlecht. Kann ich mit leben. Bin ich doch früh genug schlafen gegangen. Hihihihi. So. Da auf jeden Fall das dahin. So, dann hier oben den Rand wie gewohnt mit Holz gezogen. Ja, super, habe ich direkt schon das Teil dahin gesetzt. Auch nicht schlecht. Wobei, dann könnte ich eigentlich hier hinten das so drehen. So. Aber was vielleicht noch besser aussehen würde, da müsste ich aber, glaube ich, nochmal runter. Doch, ich glaube, das mache ich jetzt erst nochmal. Und Bein gebrochen! Ja, genau. Der mit dem gebrochenen Bein hüpft noch durch die Gegend. Passt auch sehr gut. So, das da brauchen wir noch. Und wir bräuchten mal ein wenig mehr Holz. Danke. Es laggt schon wieder. Und ich bin kurz ans Mikro gekommen, wer es gemerkt hat. War, glaube ich, nicht zu überhören. Ups. Das Glas brauchen wir noch nicht. Den da nehmen wir noch mit. Und den da nehmen wir noch mit. Und die Axt schmeißen wir weg. Ist okay. Ist okay. Ist okay. So, jetzt machen wir erstmal hier draußen den Cobblestone weg. Sieht nämlich doch ein bisschen schäbig aus. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass Cobblestone, der eigentlich wesentlich fragiler ist als so ein dämlicher fester Stein, länger zum Abbauen braucht als ganz normaler Stein. Ist ein bisschen merkwürdig. Sieht das was aus oder muss ich dann hier drin auch durch Stein ersetzen? Weiß ich jetzt nicht. Soll ich hier durch Stein ersetzen? Also ich probiere das jetzt einfach mal testweise, wie das aussieht. Wenn das hier einfach durch ganz normalen Stein ersetzt ist. Ups. Loch. Loch ist Loch, reine Mosa... ja. So, ich wollte ja jugendfrei bleiben. Dann probiere ich das jetzt einfach mal hier hinten noch. Hep, 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 hep. Ja, okay, es sieht einfach besser aus, finde ich. Gut, dann... so war das nicht gedacht. Danke. Na komm her, na komm her. So. Und hepp. Und hier. Und hier. Und da drüben noch die Ecke zugemacht. Und dann können wir uns hier noch den Rahmen fertig ziehen.
So. Und dann können wir eigentlich die Cobblestones dann einfach für den Gang nach unten lassen. Ha, ich habe mir mal nicht das Bein gebrochen. Juhu. Und die hier? Na, dann nehmen wir den gleich mit. Ich wollte auch noch irgendwas. Was wollte ich denn? Einmal haben wir. Naja, egal. Tür zu. Also ich muss sagen, ich freue mich schon so ein bisschen drauf, wenn wir Redstone haben. Weil ich mich mit Redstone einfach 0,0 auskenne. Und ihr das, euch das Ganze dann reinziehen dürft, wenn ich mich versuche, hier mit Cobblestone-Leitung und Co. Weil das einfach mal sowas von schief gehen wird. Hihi. tschüss. 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 Ja, fallt nur alle runter. Ja. Mich mit inbegriffen. Toll. Soll ich dann hier außen auch noch? Ja, aber dann mache ich das, glaube ich, nur hier. Das, wo sichtbar ist. Ja, weißt du, das wo? So, wenn in Minecraft endlich mal aufhören würde zu laggen. Ich weiß immer noch nicht, woran es liegt. Vielleicht habe ich in Minecraft zu wenig Speicher zugesichert oder so. Oder es liegt doch an Fraps, dass Fraps zu wenig Speicher hat. Ah! Seht ihr, was ich meine? Also jetzt, testweise mal. Wir brauchen hier 1, 2, 3... Ja, das ist schlecht. Und hier 1... Also es geht einfach irgendwie wesentlich schneller, Steine abzubauen, als Cobblestones. Was für mich eigentlich irgendwie kompletter Nonsens ist. Weil Cobblestones eben... Ja, weniger stabil sein dürften. So, den setzen wir noch hier rein, weil es so schön ist. Ja, weil es so schön ist. Setzen wir den noch drunter, damit der Cobblestone, damit der normale Stein schön warm ist, warm liegt. Ja, sieht ja noch ein bisschen schäbig aus. Aber weswegen ich ja eigentlich unten war, dann werde ich das jetzt mal kurz verfolgen. Und zwar... Ja, die Axt vernichten. Die vernichtende Axt. Wahaha, der neue Thriller von Jerry Bruckheimer. Kennt von euch jemand dieses CSI Miami? Also, mal ganz ehrlich, ich guck das ja ab und zu mal. Also, da bin ich nicht frei. Aber habt ihr euch mal diesen komischen Horatio angesehen? Der Kerl, der hat doch einen tierischen Haltungsschaden. Also mich würde es echt bedrücken, wenn ich den ganzen Tag ständig irgendwie so mit Leuten reden müsste. Vor allem so rumzulaufen. Also der Kerl sieht jetzt nicht schlecht aus wie die Nacht, das möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber... dass der sich immer so komisch rüberbeugt, wenn er mit irgendjemandem redet. Ja, ist irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen merkwürdig. So, ich würde so mit Leuten ehrlich gesagt nicht reden, weil ich da viel zu viel Angst hätte, dass mich einfach gar keiner ernst nimmt. Weil das sieht doch irgendwie eigentlich nur bescheuert aus. So, dann machen wir uns... Achso, nee, hier war ja was anderes geplant. Und zwar war das hier geplant. So, so. So und so und so. Ja. Kommt davon, wenn man nicht zählen kann. Also, was sagt euch das? Immer schön in der Schule aufpassen. Was ist das hier denn? Ach genau, hier steht ja unser kleiner Bunker drunter. So. Dann hauen wir uns erstmal hier den Rand ein bisschen gerade. Och, die Musik klingt so lieblich und friedlich. Upsala. Tepp, tepp, tepp.
Hier Stein und da Stein, dort Stein und ein Stein und zwei Stein und fünf Stein, acht Stein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Auch das Leck, der Leck, die das Leck.